Herzlich willkommen. Geil, dass du wieder mit am Start bist hier zu einer neuen Ausgabe der Gothic 2 Mod Die Rückkehr. Und heute sind wir auf der Suche nach dem Hüter Narus. Schauen wir einfach mal. Einer der Hüter des Wassers, beziehungsweise Adanos Hüter, whatever. Soll sich bei den Wasserfällen neben Bengars Hof befinden. Entweder hier oder gleich direkt neben dem Hof, bei den anderen, bei dem kleinen Tümpel da. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir einfach mal. Und gucken wir doch einfach mal, was er von uns will. Jan, hast du erstmal irgendwas Neues zu berichten? Nee, ne? Ah, übrigens. Nee. Übrigens. Ich möchte Falke herausfordern. Eigentlich nicht. Was habe ich damit zu tun? Ich bräuchte die Unterstützung sämtlicher Jäger, deshalb habe ich mich an dich gewandt. Von mir aus kannst du machen, was du willst. Wenn du meine Zustimmung benötigst, dann hast du sie hiermit. Wie einfach so? Junge, ich habe keine Zeit für diese Spielchen. Außerdem habe ich dir bereits gesagt, dass ich nichts gegen deinen Wettstreit mit Falk habe. Oder willst du noch was von mir? Nein, nichts weiter. Dann tu mir einen Gefallen, lass mich zufrieden. In Ordnung? Wie du willst. Okay, whatever. Whatever! Genau, hier ist ja noch so ein kleiner Fluss, der als Wasserfall ja hier in den See reingeht. Oh, Blutfliege. Tschüss, Blutfliege. So. Ein Stachel, den können wir mitnehmen. Ich glaube, der heilt mich ja komplett, wenn ich den aussauge. Oh, guck mal. Da ist jetzt wieder ein Lurker. Oder ist ein Suchender. Da ist er. Ich habe mittlerweile so viel magische Rüstung, dass mir das hier gar nichts mehr macht. Ist bei den Wasserfällen neben Bengars Hof. Meint er jetzt diese Wasserfälle hier? Muss er ja eigentlich, oder? Ah ja. Hallo, Narus. Ah, du hast mich gefunden. Ehrlich gesagt bin ich von unserem Aufeinandertreffen doch ein wenig überrascht. Hätte nicht gedacht, dass es dir gelingen wird, so weit zu kommen. Bei allem Anschein nach bewahren dich die Götter vor allen Gefahren und helfen dir, diesen schweren Weg zu bewältigen. Ich bin Narus, der zweite Wächter der heiligen Adanos und Hüter der heiligen Backen. Oh, kann nicht mehr lesen, Alter. Und ich bin hier, um dich in deiner ersten Prüfung zu unterziehen. Im Hinblick auf den von dir bereits zurückgelegten Weg kann es natürlich sein, dass dir meine Aufgabe keine besondere Mühe bereitet. Du hast schon viel bewiesen, wozu du wirklich fähig bist und glaubst inzwischen voller Zuversicht tatsächlich selbst, dass du dein Ziel praktisch schon erreicht hast. Aber ich möchte dich... Und dann, bist du bereit für meine Aufgabe? Was war das denn gerade? Ich musste übrigens den Renderer jetzt mal ausmachen, weil das Spiel jetzt... Ich habe jetzt locker 10 Minuten versucht, das Spiel, also diesen Dialog zu führen, aber das Spiel ist immer wieder abgeschmiert. In dem Dialog und jetzt habe ich es mal ohne Renderer gemacht und jetzt geht's anscheinend. Bin bereit. Narus Ring. Gut, hör mir aufmerksam zu. Ja. Ja. Während ich hier stand und auf dein baldiges Erscheinen wartete, dachte ich eingehend über den Lauf der Zeit nach und war flüchtig und wie flüchtig sie ist. Während meines Nachsinns habe ich nicht gemerkt, dass mir mein Saphirring entglitten ist. Du Trottel, Alter. Ich glaube, dass er in den tiefen Teich unter uns gefallen ist. Ruhig und Gedanken versunken. Er ist mir sehr teuer und ich würde ihn gerne wiederbekommen. Also wundere dich nicht, wenn diese Prüfung in erster Linie... wie eine ganz gewöhnliche Bitte für dich klingt. So ist es nun mal. Finde meinen verlorenen Ring und bringe ihn mir zurück. Das ist alles? Ja, das ist alles. Mehr wird von dir nicht gefordert. Gut, ich werde deinen Ring finden, Meister. Dann warte ich hier auf dich. Nun geh. In den Teich rein. Ach du heilige Scheiße. Na gut, dann erstmal.
Mach ich den Lurker hier mal weg. Oh, eine Goblinbeere, sehr gut. Wenn der da oben stand die ganze Zeit, dann kann der ja eigentlich nicht weit weg von hier sein, oder? Habe ich irgendwas wie ein Telekinese-Zauber oder so? Das muss ich jetzt mal kurz... Lass mal ein bisschen leiser machen. Sowas wie ein Telekinese-Zauber habe ich nicht, oder? Nee. Gibt's ja, glaube ich, gar nicht in Gothic 2, ich Trottel. Ich will jetzt noch nicht direkt in die Lösung gucken. Ich will erstmal schon selber ein bisschen suchen. Alter, ja, aber auch schwimmt hier, ne? Okay. Vielleicht hier irgendwo? Ah! Hier, Narus Ring. Na, wunderbar. Das war jetzt einfach mir gerade ein bisschen zu buggy. So, deshalb habe ich das jetzt mal so gemacht. Okay. Irgendwann muss es ja so kommen. Ja, ja, das sind schon harte Zeiten. Okay, was kann denn der Ring? Erstmal kurz abchecken, bevor ich dir den abgeben muss. Narus-Ring. Dieser Ring gab mir rechte Narus. Auf dem Ring sind altertümliche Runen eingraviert. Okay, steht leider nicht da, was der drauf hat. So, beim Nachspielen habe ich... Okay. Im Nachspielen habe ich den Wächter nicht genietet. Das holen wir nochmal direkt nach hier. So, hat er nochmal einen kleinen Cameo-Auftritt bekommen, der Wächter. Ich weiß, es ist super dunkel ohne den Renderer. Ich bitte das zu verzeihen. Aber... Ja, wie gesagt, ab nächster Folge dann wieder mit Renderer. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht so oft ab mit Renderer. Das wäre schon echt bitter eigentlich. So, hier, ich habe deinen Ring gefunden. Gut, dann zeig ihn mir. Hier ist er. Ja, so wie es aussieht, gibt es keinen Zweifel. Das ist er wirklich. Gebe ich dir den Ring zurück, Meister. Warte, es eilt nicht, ihn mir zurückzugeben. Mir scheint, es wäre besser, wenn du ihn noch eine Zeit lang behalten würdest. Weshalb? Ich bin überzeugt, dass er dir nochmal nützlich sein wird. Du solltest nicht daran zweifeln. Gut, wie du sagst, dann vielen Dank für den Ring. Nicht der Rede wert. Übrigens denke ich, dies ist nicht der erste Gegenstand dieser Art, den du von uns Hütern bekommen hast. Ah, da hast du recht, der Hüter Dark gab mir auch einen Ring. Aber er hat mir nicht erklärt, wofür ich ihn benötige. Alles hat seine Zeit, Held. Ruhig und besonnen. Dereinst wirst du den wahren Sinn dieser Ringe erkennen. Aber es wird... aber das wird erst dann geschehen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich habe verstanden, Meister. Gut. Kommen wir nun von deiner Prüfung, auf deine Prüfung zurück. Wie ich erwartet hatte, gelang es dir, den von mir gestellten Bedingungen zu erfüllen, um sie erfolgreich abzuschließen. Und somit hast du bestanden. Bedeutet das, ich bekomme deine Zustimmung. Das war jetzt unspektakulärer als gedacht. Gewiss. Mit der von mir verliehenen Macht, bla bla bla, Zustimmung. Möge sie weiteren Schritten entschieden hast unterstützen. Nun geh, schau nach dem letzten Hüter des Wassers, Vakon. Er wird dich vor deiner letzten Prüfung stellen. Wenn du diese bestanden hast, wird dir das Recht gewährt werden, vor das Oberhaupt unseres Kreises zu treten. Auf Wiedersehen. Ciao. Okay, das war jetzt tatsächlich auch einfacher als erwartet, aber gut. Dann, ich gehe erstmal kurz zum Söldnerhof und verscherbel mal ein paar Dinge. Und, ja... Räume erstmal das Inventar ein bisschen auf, weil so viel Gold habe ich halt gar nicht mehr. Ich habe ja nur 10.000. Das ist jetzt
im Vergleich zu dem, was ich schon mal hatte, nicht so viel. Ah, guck mal, außerdem gibt es hier eine Menge Orks, die eigentlich nur darauf warten, abgemetzelt zu werden. Oder weg atomisiert werden wollen, ne? Besser gesagt. Als ob der das einfach überlebt hat und denen das nicht juckt. So. Gib mir etwas Mana, bitte. Dankeschön. Ich glaube, ich habe es im Dunkle Geheimnisse Let's Play gesagt, dass ich jetzt erstmal die nächsten ein paar Folgen vorproduzieren werde. Wenn ich jetzt vor allem im Urlaub bald, also was heißt bald, ich habe eine kleine Zeit lang Urlaub. Es wäre ja jetzt eigentlich ursprünglich die Gamescom gewesen, aber die fällt ja nun aus gewissen Gründen. Und dementsprechend verbringe ich den Urlaub ein bisschen anders, aber habe trotzdem ein, zwei Tage Zeit, um aufzunehmen. Denn es ist ja so, dass Ende September kommt ja Stronghold Warlords raus. Und da soll es auch ein Let's Play von mir dazu geben. Und ja, bis dahin will ich ein paar Folgen auf Vorrat haben, damit ich nicht so viel Stress habe. Und dementsprechend wird es so... Oh. Ach Leute, hier ist er ja schon. Das ging jetzt aber schnell. Endlich treffen wir aufeinander, Sterblicher. Ich hoffe, blablabla, ich brauche mich nicht instruieren. Ja, ich weiß, wer du bist. Das ist richtig. Vor dir steht Vakon, der dritte Wächter des Wassers und sechste Hüter... Ist auch der sechste Hüter. Jeder von euch ist der sechste Hüter. Bin mir sicher, du kennst den Grund. Ja, na klar. Prüfung, jawohl. Ab geht's, Meister. Gut. Ich glaube nicht, dass es einfach werden wird. Oh, okay. Diesmal musst du allen zeigen, wie begabt du bist. Ich habe nichts anderes erwartet. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Bist du bereit, meine Prüfung anzunehmen? Ja, los geht's, Bruder. Der Geist des Wassers. Oha. Scheint umfangreich zu sein diesmal. Dann höre mir aufmerksam zu, Sterblicher. Wenn der Dialog dich abbricht, dann ja. Ansonsten muss ich es im Tagebuch oder im Lösungsthread nochmal nachlesen. Dein Weg wird dich an einen Ort namens Hades führen. Ah, das Minental schon wieder. Oh Mann, Bruder, ey. Da muss ich aber groß. Ich denke, du weißt, wovon ich rede. Ja, Meister. Der Hades, der Gute. Dort sollst du einen der fünf Geister des heiligen Wassers Adonos finden und ihn befreien. Ein Geist des Wassers befreien, oha. Okay. So ist es. Ich verstehe natürlich dein großes Erstaunen bezüglich dieses Auftrags. Denn derartige Geschöpfe wirst du bisher nicht begegnet sein. Und somit geringste Ahnung, blablabla. Aber ungeahnt deiner Verwunderung wirst du diesen Auftrag dennoch erfüllen müssen, wenn du meine Prüfung bestehen willst. Ja, das war mir schon irgendwie klar. Und wer ist dieser Geist? Wer sind diese Geister des Wassers? Würde mich jetzt aber auch mal interessieren, ja. Die Geister des Wassers sind die Kinder ihres Elements, uralte Wesen, von welchen wir, die Güter des Wassers, einen Teil unserer Lebenskraft beziehen. Darüber hinaus eine Quelle der Weisheit und magischen Kraft. Trotz all ihrer Macht, der Geister des Wassers, ist leider ein völlig wehrloses Wesen. Es wurde von vielen Jahrhunderten von den Schamanen des Ork-Clans, glaubten, mit seiner Hilfe grenzenlose Macht zu erringen, gefangen genommen. Aha. Die Wahrheit ist aber, dass sich dies als Trugschluss erwies. Ahaha. Da sie nicht wussten, wie sie... Kräfte nutzen können, deshalb... Och, Alter. Aber zu großen Leidenswesen war ihnen nicht bewusst, was sie taten, da sie dadurch dieses uralte Geschöpf zu langsamem Niedergang verdammt hatten. Aber warum? Dumme Frage, ey. Wegen Macht natürlich. Die Möglichkeit beraubt, Magie, verwandelt ein Element zu schöpfen, begannen die Geister des Wassers seine Lebenskraft zu verlieren und zusehends zu verblassen. Inzwischen hat dieses Wesen durch die Jahrhunderte in der Gefangenschaft... Seine frühere Macht, die einst grenzenlos schien, wahrscheinlich vollständig verloren. Aber warum haben die Hüter des Geistes den Geist des Wassers nicht selbst befreit? Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich meine konstruktive Frage. Du sollst doch schon längst erkannt haben, dass wir uns niemals selbst in den Lauf der Ereignisse und der Zeit einmischen. Ja, klar. Das ist so. Unsere Einmischung kann das empfindliche Gleichgewicht dieser Welt stören und diese Folgen wären einfach schrecklich. Ja, ist schon klar. Ihr wollt einfach nur den ganzen Tag... Bier trinken, Pommes essen und FIFA zocken. Deshalb bedienen wir uns für die Erfüllung unseres göttlichen Willens normaler Sterblicher wie ihr. Einen anderen Weg gibt es nicht. Ja, ist klar.
Nette Ausrede. Gut, Meister, ich habe alles verstanden. Nee, ich habe gar nichts verstanden, Mann. Wo soll ich denn jetzt hin? Begib dich nun ins Minental, befreie den Gefangenen aus seinem Kerker. Ich werde hier auf dich warten. Eh. Okay. Immer an, der redet jetzt nicht vom Kerker der alten Burg. Wäre auch ein bisschen seltsam. Okay, der Lösungsthread sagt dazu folgendes. Ah, hier muss ich ein bisschen scrollen, das sind noch die falschen Quests hier. Neunter Hüter. Ah ja, Neunter Hüter Vakon. Klingt ein bisschen wie Vakuum. Vakon beginnest du an der Wegkreuzung zu... Achso, ja, das haben wir gerade gefunden, genau. Es gibt fünf... Ach du Scheiße, es gibt fünf Geister des Wassers. Es sind die Kinder des Elements Wasser. Das ist ein völlig wehrlose Wesen, bla bla. Einen davon haben die Orkschaman im Minental gefangen. Deine Aufgabe von Vakon ist es, ihn zu befreien. Urshak kann dir diesmal auch nicht wirklich helfen. Er weiß nicht, wo der Geist des Wassers festgehalten wird. Er rät dir bei den Orks vom Felsenclan in den westlichen Bergen in der Nähe des Schläfertempels nachzufragen. Karte. Aha. Wenn du das Gespräch mit Urshak nicht geführt hast, kannst du bei Nakshor, dem Anführer des Felsenclans, nichts werden. Er gibt dir einen Hinweis, wenn du ihm sagst, dass du von Urshak geschickt wurdest. Er weiß aber auch nichts über den Aufenthaltsort des Geistes. Er schickt dich zu dem obersten Schamanen Urdach, der sich im Orkfriedhof aufhalten soll. Okay, das machen wir erstmal. Das scheint hier relativ viel Text. Das scheint wirklich was sehr Umfangreiches zu sein. Halt, stopp, aber bevor wir das machen, wollte ich eigentlich erstmal meine Vorräte hier ein bisschen auffrischen und ein bisschen was verkaufen. Einfach um das Inventar ein bisschen aufzuräumen. Will ich jetzt auf jeden Fall hier noch machen. So. Sentenza! Komm doch mal her. Ey, Raoul. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich will eigentlich erst... Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? So, okay, jetzt kann ich mal wirklich den Sound wieder ein bisschen lauter machen. Wir sind ja von diesem nervigen Wasserfall weg. So. Bennett und Khaled kann ich nochmal aufsuchen. Man darf halt nicht alles glauben, was man glaubt. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffe schmiedet. Du kennst dich doch nicht mal mit den Grundlagen aus. Touché. Lerne erstmal ein ordentliches Schwert zu schmieden. Dann sehen wir weiter. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Also ich denke zwar nicht, dass es eine Waffe gibt, die irgendwie besser wäre als Uriziel. Aber nichtsdestotrotz kann es schon sein, dass es den ein oder anderen Erzzweihänder gibt, der wahrscheinlich mithalten kann und vielleicht cooler aussieht. Aber das würde ich erstmal testen wollen. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Das ist alles Müll, Mann. Alles bloß Müll, Müll und nochmals Müll. Ich habe gehört, du hättest hier was gestohlen. Was? Und dich mit den Bauern geprügelt. Was? Sowas kannst du hier nicht bringen. Ona besteht in solchen Fällen darauf, dass ich die Täter zur Rechenschaft ziehe. Das bedeutet, du zahlst und er steckt sich die Kohle ein. Aber damit hat sich die Sache dann auch. Wie viel? Oh, auch 1500. Ach, was sind 1500 Gold Peanuts? Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass Ona das Geld bekommt. Du kannst die Sache als vergessen betrachten. Ah, übrigens. Wie ich sehe, hast du dich erneut der Bruderschaft angeschlossen. Ah, Ehre dem Schläfer. Tja, Söldner kannst du nun nicht mehr werden. Aber wer weiß, vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun oder ich für dich. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Die Echsenmenschen verteilen Dracheneier übers ganze Land. Das hätte ich mir denken können. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Silvio, der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört und hat daraufhin alle hier auf dem Hof völlig verrückt gemacht. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ihm ins Minental zu folgen.
Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen. Aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Ach, im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist. Okay. Wie dem auch sei, dann brechen wir jetzt doch mal ins Minental auf. Weil, warte mal, gab es hier noch einen Belia-Schrein? Nee, stopp. Ich will, bevor ich ins Minental gehe, ich gehe jetzt erstmal nochmal kurz zu Xardas. Beziehungsweise zum Schrein, den Xardas hat, weil ich mal kurz abprüfen will, nach dem Tod des Paladins, wie denn jetzt mein Ruf bei Belia ist. Ja, das wollte ich jetzt schon Ewigkeiten mal machen, aber jetzt komme ich endlich mal dazu. Nachdem wir das geprüft haben, gehen wir auch wirklich ins Minental und dann probiere ich das mal. Wobei ich jetzt auch gar nicht so genau weiß, wobei, warum sollte Urshak sich da wegbewegt haben in der Zwischenzeit? Ja, die Gunst ist immer noch schlecht. Also ich weiß nicht so recht, was ich jetzt hier machen soll. Ich versuche mal noch ein paar Ritter zu töten, aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht mehr so wirklich dran. Weil die Lernpunkte zum Beispiel hätte ich jetzt ganz gerne in Mana-Regeneration investiert. Das wäre jetzt schon ziemlich mächtig. Wenn ich das könnte, das wäre schon cool. Naja. Da vorne liegt er, der Ritter, den ich getötet habe. Vielleicht ist es aber halt auch nur ein Ritter gewesen und kein Paladin. Wahrscheinlich muss ich einen Paladin töten. Ah. Naja, im Grunde habe ich eigentlich zwei Paladine oder zwei Ritter getötet, weil Sergio habe ich umgenietet, der galt ja auch als Ritter. Weiß ich nicht. Also, ich gucke einfach mal noch, dass ich hier und da mal ein paar Ritter und Paladine töte. Natürlich keine questrelevanten Ritter oder Paladine, das wäre natürlich ganz schön dämlich. Aber mal schauen. Lass mich da selber noch überraschen. So, aber erstmal gehen wir zu Urshak. Und ja, gucken einfach mal. Hier ist halt von diesem Felsenclan die Rede gewesen. Den habe ich noch gar nicht gefunden. Der Felsenclan, der in der Nähe des Schläfertempels sein soll, hier ist zum Glück auch ein Karteneintrag markiert, den muss ich mir gleich mal angucken wahrscheinlich. So, Teleport zum alten Dämonenturm. Okay. Ui, oh, das werde ich wohl nicht überleben, doch werde ich das sehr wohl überleben sogar. Relativ easy. Easy peasy. Lemon Squeezy. Okay, ich bin ja echt gespannt, was es mit diesem Felsenclan auf sich hat. Hi Urshak. Geiler Boy. Gehen jetzt über was. Oder ich habe noch was zu erledigen. Ah, übrigens. Ich habe dem Übel im Tempel des Schläfers ein Ende bereitet. Otadjabart! Wie hat Menschenfreund das geschafft? War nicht einfach. Urshak, sehr schätzen Menschenfreund. Sehr, sehr schätzen. Urshak, ich brauche deinen Rat. Was ist denn jetzt mit der Vertonung hier? Urshak, hör einen Freund an. Erzähl mir was über den Geist des Wassers. Geist des Wassers? Fürchten, dass Urshak sehr wenig Wissen darüber, zu wenig darüber gehört. Urshak glauben zu wissen, wer von Brüdern könnte helfen, Mensch. Wer soll das sein? Freund gehen in die Berge zu Orks, dort suchen nach Clan des Hohen Felsen, sein großes Lager, wo leben viele Orks. Das klingt gut. Menschen müssen fragen dort, möglich, dass jemand dort helfen, Freund. Wie soll ich dorthin gelangen? Menschen suchen Weg in die Berge neben alter Stadt der Brüder, wo früher Tempel des Krushak sein. Freunde müssen gehen hoch über die Berge zu suchen und finden großes Lager. Gut, danke für deine Hilfe. Urshak immer froh zu helfen, Mensch. Okay. Freund, besser. Ja, ich gehe jetzt schon über Pass. So, das ist jetzt nur die krasse Frage. Die krasse Frage, komme ich da... Ach du Scheiße. Die leben ja alle noch. Aber hier ist ein Paladin, den ich töten kann. Ihr werdet alle sterben. Tja, die Sträflinge haben echt überlebt. Na warte, du Mistkerl. Pet hat die Hosen voll. Aber der hätte wahrscheinlich nicht gedacht, dass er von einem Mensch
die dir gestreckt wird, sondern von Orks, hätte er gedacht. So, die Erfahrungspunkte lasse ich mir natürlich nicht entgehen, ist ja ganz klar. Und jetzt habe ich ja den dritten Ritter sogar schon getötet. Vielleicht bringt es ja jetzt doch was. Vielleicht bringt es ja jetzt doch ein bisschen Ruf bei Belia. Oh, mein Schädel. Oh. Aber das werden wir ja sehen. Ja, und die schürfen hier einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Ihr habt Feierabend. So. Tengron. Den Schamanen nehmen wir mit. Natürlich auch Fayet. Hier sitzt sogar noch ein Schamane rum. Hier saß sogar noch ein Schamane rum. Okay, ja, jetzt muss ich diesen Weg zu diesen Felsenorks finden. Das klingt jetzt irgendwie sehr spannend. Zunächst würde ich aber mal sagen, dass ich euch nochmal weghaue. Wenn ihr jetzt gerade so schön nochmal Paroli spielt oder steht, weil ihr steht, dann kann ich euch da auch wegfetzen. So, den haben wir auch davon weg. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo dieses Lager der Orks sein soll. Ich könnte jetzt hier im Lösungsthread einfach auf die Karte gucken, aber ich würde jetzt erstmal selber ganz gerne mal suchen. Vielleicht gibt es hier ja irgendwie einen Zugang, einen versteckten oder so. Über die Berge hieß es. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie einen direkten Weg gibt. Nee, hier hoch komme ich nicht. Vielleicht muss ich wirklich in die Orkstadt rein erstmal, um einen Weg zu finden. Westlich in den Bergen in der Nähe des Schläfertempels. Ah, übrigens, jetzt hier die Geister, ne? Sieht man jetzt durch den Renderer, dass es wirklich Geister sind. Also durchsichtige Orks. Durch den Renderer werden die leider vollständig angezeigt. Westlich in den Bergen, aber gerade keine Ahnung. Hm. Ich weiß ja noch, wo Mutz ehemaliges Lager ist. Ich gehe da jetzt erstmal hin. Und hoffe, dass das der Weg ist, der quasi dafür vorgesehen ist. Zack. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwie zu diesen Felsenclan-Orks komme. Wie gesagt, ich entschuldige mich erstmal dafür, dass es so dunkel ist. Wie gesagt, ab nächster Folge ist der Renderer wieder an. Dann, sollte das auch besser sein dann wieder. In der Zwischenzeit sind hier keine Trolle nachgespawnt oder sowas. Hier ist das Lager von Mutt. Ach, guck mal, hier sind jetzt ein paar Ritter. Das ist ja krass. Guck mal, die könnte ich zum Beispiel jetzt alle umbringen. Da müsste ich doch eigentlich ein bisschen was an Erfahrungspunkten bekommen. Kann ich mit Mutt vorher noch reden? Ja, fürchtest du dich immer noch? Nein, jetzt ist alles in Ordnung. Bei diesen Jungs siehst du... Alter, wie schnell das durchläuft. Ich kann es nicht lesen, Mann. Ich danke dir dafür, nicht zu danken, einem alten Freund helfen zu können. Ich glaube, es geht los. Geht's dir gut? Könnte besser sein. Mir gefällt das alles nicht. Das Einzige, was mich rührt, sind die Jungs mit ihren Rüstungen. Unter dem Schutz des Burschen fühle ich mich schon direkt hinter einer Mauer. Hier bleibe ich. Sonst ist es ja nirgendwo sicher. Ich gehe bestimmt nicht weg. Naja, gut. Feierabend durch ein. Weg mit der Magie. Oha. Schläge, hör sofort auf damit. Alarm. Shit. Dummes Kerlchen. Die haben das echt überlebt. Krass. Die haben das echt überlebt. Das ist jetzt natürlich ganz schön schrecklich für mich. Ah, okay. Schön von unten weggehauen. Gesegnete Erzklinge, sehr geil. Sehr, sehr geil. Könnte eine Menge Geld bringen auf dem Schwarzmarkt. Na, warte du. Oh, der wollte sich gerade heilen, der Knecht. So, nix da. Interessant. So, ich habe jetzt nochmal drei weitere Ritter getötet. Also, wenn mir das jetzt hier keine Gunst bei Belia gebracht hat, dann weiß ich aber auch nicht, ey. Dann weiß ich es aber auch nicht. So. Ich versuche jetzt mal hier weiter hochzukommen irgendwie und hier nochmal einen Pfad zu finden. Kann ja sein, dass es hier irgendwie noch weiter geht.
Ah, da hinten, guck mal. Geil. Naja, das muss es sein. Muss es sein. Ist wirklich sehr versteckt auf jeden Fall. Kann man sagen, was man will? Halt doch mal schneller. So, ich werde die jetzt erstmal nicht alle umbringen. Vorerst werde ich die nicht umbringen. Weil ich irgendwie mit denen ihrem Boss da reden muss. Aber die Hunde und so kann ich umnieten. Jetzt verstehe ich, warum man die Felsenclan nennt, weil die hier so eine schöne Steinmauer haben. Interessant, aber so ein, irgendwie einen direkteren Weg haben die hier nicht, ne? Scheint wirklich eine große Base hier zu sein. Gibt viele Erfahrungspunkte, wenn ich alle umbringe. Ork. Ah, die haben auch andere Rüstungen und so. Sehr interessant. Alter, die haben ja eine richtig krasse Stadt. Das ist ja abgefahren. Nicht schlecht. Wir haben eine richtig abgefahrene Orkstadt hier nochmal am Start. Ich glaube, hier oben geht's zur Hauptbase quasi. Da ist die Burg, wenn man, also die Orkburg, wenn man so will. Hier oben werde ich wahrscheinlich den Anführer finden. Das will die alle umzubringen, das wird Zeit kosten. Ja, wobei hier sieht es nicht so wirklich aus, als ob es da was zu holen gibt. Wir müssen doch hier sowas wie einen Bergfried haben oder so. Wobei ich glaube, hier ist der Anführer. Oh, Ork-Schamane. Vielleicht ist das der, den ich suche. Versuch mit dem mal zu reden. Nee. Nakshor. Nakshor muss ich finden. Wenn das der nicht ist, wer denn dann? Oder warte mal, vielleicht haben die hier irgendwo einen Höhleneingang. Sollte er eigentlich sein. Ah, hier, Nakshor, das ist er ja. Cool. Okay, mit dem reden wir in der nächsten Folge. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Haut rein, bleibt gesund, macht's gut und ciao.